Guten Tag, verehrte Volksgenossen, ich hier zurück in unserer schönen Stadt Eisen 3, 4, 5, 6, 7. Irgendein Eisen. Willkommen in Eisen. For the people. Genau, wir haben hier unsere schöne Stadt. Richtig? Unseren Gebezirken. Schön. Das Komitee. Ja, genau. Wir haben beim letzten Mal hier eine kleine Sätze Reinschau gemacht. Das Spiel hat mir so gut gefallen. Obwohl, irgendeine mittelmäßig angekommen ist. Ich dachte weiter, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Haben wir das jetzt schon gelesen? Ich möchte es jetzt nicht nochmal durchlesen, wenn ja. Ne. Neuer Kurs. Krankenversicherung. Eisen 1 hier nur noch. Wir sind Eisen 1. Kann auch sein. So, haben wir noch irgendwas? Oberstleutnant. Ich glaube, wir waren fertig. Wir waren nicht fertig. Ah ja. Wir fangen gerade erst an. Schön. Ahnenleiter des Stadtkomitees von Eisen 1 Genossen Francis River. Dringend. Streng geheim. Code Orange. Ich hoffe, dass dieser Brief nicht abgefangen wird. Genosse Stadtoberhaupt. Ich glaube daran, dass Sie es verstehen werden. Dieses Dokument soll nicht in deren Hände gelangen. Sie werden fragen, wer das ist, die. Oh, noch sind Sie nicht zu mir vorgedrungen. Ich habe die Möglichkeit, Ihnen etwas mitzuteilen. In unserer ruhmreichen Stadt hat sich eine konspirative Zelle von Kapitalisten und ihren Sympathisanten gebildet. Diese schmutzige Sekte, die dem Profit huldigt, sitzt unter folgender Anschrift: Straße der proletarischen Kraft, Haus 5. Einmal sah ich, wie sie verbotene Literatur an Kinder verteilten und unsere Ordnung verunglimpfende Bilder zeichnen. Beeilen Sie sich, man darf keine Zeit verlieren, sonst verderben Sie die Stadt von innen heraus. Mein Gott, kann die sein. Kann ja gar nicht sein. Eine Einheit der AIS verschaffte sich Zugang zum Büro einer kleinen gemeinnützigen Stiftung, die Bücher für Kinder aus dem Kinderheim an Eisen 1 gekauft. Die Bücher für Kinder aus dem Kinderheim von Eisen 1 gekauft hat. Dies hatte den Einwohnern der Stadt eindeutig nicht gefallen. Was zur Hölle? Oh ja, das ist ja. Einfach nur verrückt anscheinend. Okay. Also die den angezeigt haben. Oh Gott, hier muss ich auf jeden Fall Geld zahlen. Genosse River, ich wende mich mit großem Kummer an Sie. Gestern wurde mein Großvater von einer Bande junger Kenter überfallen. Die Schurken haben ihn fast zu Tode geprügelt. Ich muss zugeben, dass mein Großvater vielleicht etwas Beleidigendes gesagt hat. Er ist ein Corvinier alten Schlages und achtet nicht immer auf seine Zunge. Aber ist das ein Grund, ihm die Finger zu brechen und ins Gesicht zu schlagen? Ich habe mich an die AIS gewandt, aber man hat einfach abgelehnt, meine Anzeige aufzunehmen. Wahrscheinlich wollen sie sich einfach nicht mit der Sache befassen, haben Angst, Zwietracht unter den Völkern zu säen oder etwas in der Art. Ich bitte Sie, für meinen ungeratenen Großvater die Schuldigen zu finden. So etwas darf man nicht verzeihen. Hochachtungsvoll, Johanna Marburg. Oh. Möchte auch nicht, aber der Muster muss geholfen werden. Das ist, nee. Wir finden die Schurken. Der Anweisung hat die AIS ohne besondere Schwierigkeiten kettische Jugendliche gefunden. Es stellt sich heraus, dass sie Mitglieder einer Jugendbande sind, die Raubüberfall und Kleindiebstähle begeht. Die Ermittlungen dauern an. Schön. Oh, ich hasse sie, Max Meyerson. M und M's hier. Der Anleiter des Stadtkomitees von Eisen 1 Genossen Francis River. Ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Mein Name ist Meyerson, Max Meyerson. Meine Eltern sind angesehene Ingenieure ersten Ranges. Ich bin in ihre Fußstapfen getreten und habe selbst im Wolframwerk 10 Jahre gearbeitet, wobei ich mir eine Wohnung in einem guten Bezirk verdient habe. Ja, ich bin es gewohnt, ehrlich und direkt zu sprechen, ohne meine eigenen Worte zu fürchten. Und deshalb schreibe ich, was ich schreibe. Mir ist schon lange klar, dass das Werk von dem Eisen 1 abhängt, die Stadt gleichzeitig erstickt. Wir können es ja nicht einfach abschalten, aber man muss ja irgendwo arbeiten. Man muss ja irgendwo arbeiten, sorry. Aber wir können wenigstens etwas tun, damit das Werk seine Abwässer nicht in die städtischen Gewässer einleitet. Der Fluss ist verschmutzt, nun gut, das ist ein fließendes Gewässer. Auch vor kurzem begannen sie Abwässer in den Teich einzuleiten. Moment, was habe ich denn heute hier? Bin ich ja Amerikaner geworden, der gerade Deutsch gelernt hat. In unserem Teich, das ist unerhört. Sie entleeren nachts Tankwagen mit ihrem Scheiß und denken, dass niemand etwas bemerkt. Als ob wir keine Augen hätten. Früher freute ich mich fast jeden Morgen an dem... Erfreute ich mich fast jeden Morgen an dem Teich. Tut mir leid, sind schon 4 Minuten, die ich hier nonstop labere. Denn da lebten Schwäne. Tut es weh, auf diese Pfütze zu schauen. Da wohnen nicht mal mehr Frösche. Schicken Sie ein Inspektionswerk oder machen Sie sonst irgendwas. Aber bitte bringen Sie Leitung dazu, über die Folgen des eigenen Handels nachzudenken. Ich hoffe auf Sie. Ja. Sie haben beschlossen, den Umweltfrevel zu beenden. Im Werk durchgeführte interne Untersuchung. Das ist ja immer nur 1000, wir haben genug Geld.
Untersuchung hat gezeigt, dass die Einleitung eines Teils der besonders schädlichen Chemikalien in den Teich die persönliche Initiative eines Leiters der mittleren Ebene war, zu dem Gerüchte über die Überprüfung des Wassers im Fluss durchgedrungen sind. Wir bezweifeln, dass eine solche Entscheidung auf dieser Ebene getroffen werden konnte, haben aber keine Gegenbeweise. So oder so, das Gewässer wurde gerettet. Wahrscheinlich wird es sich nach einiger Zeit erholen und die Schwäne kommen zurück. Einige Genossen Francis Schwör. Oh, ich hasse die Anthony Sauer. Wasserbezirk. An den Genossen Francis River. Guten Tag, mein Name ist Anthony Sauer, Direktor des Kinderheims. Bevor ich zur Sache komme, muss ich ein wenig über mich selbst erzählen. Ich weiß doch, was man in der Stadt über mich spricht. Dieb, Veruntreuer, gleichgültig gegenüber Kindern. Das stimmt alles nicht. Ich verstehe nicht, dass ich an ihrer Stelle einen Menschen mit so einem Ruf auch nicht vertrauen würde. Denken wir aber mal gemeinsam nach. Angenommen, ich wäre ein Dieb. Das bedeutet, es gibt etwas zu stehlen. Im Kinderheim werden jetzt so geringe Beträge zugewiesen, dass die Waisen des Hungers sterben würden, wenn man auch nur ein wenig davon wegnehme. Aber dessen hat man mich bislang nicht beschuldigt. Unsere Realität, Genosse River, ist, dass es für einen Menschen an meinem Platz einfach nichts zum Unterschlagen gibt. Was die Fürsorge um die Kinder betrifft, lesen Sie bitte weiter. Ich habe öfters mit der AIS zu tun. Fast alle Bewohner des Kinderheims sind Kinder von Alkoholikern, die gleich am unteren Ende der Gesellschaft auf die Welt gekommen sind. Ein Hang zur Kriminalität, zum asozialen Leben wird ihnen in den ersten Tagen mitgegeben. Wir tun, was wir können, aber leider können wir nicht so viel tun. Deswegen wundere ich mich schon lange nicht mehr über Straßenschlägereien, Kleindiebstähle und Vandalismus. Einige meiner Schützlinge begehen etwas Ernsthafteres und gehen für länger hinter Gitter. So zynisch das auch klingen mag, aber auch an diesen Teil meiner Arbeit bin ich gewöhnt. Jetzt läuft etwas anderes ab. Etwas viel Schlimmeres. Scheinbar rottet jemand die Kinder zusammen. Man kann sagen, er trainiert sie. Außerdem haben sie plötzlich gute Sachen, Kleidung, Ketten, manchmal Schirme. Boah, Schirme. Versuchen natürlich, diese zu verstecken, aber das funktioniert bei mir nicht. Woher konnten sie das alles nur bekommen? Eigentlich nur durch Wegnehmen. Kurz gesagt, unbekannte Schurken formen die Waisen zu einer Bande, was mir überhaupt nicht gefällt. Ein sich selbst überlassenes Kind aus einem Armenviertel ist zu allerhand fähig. Ich habe versucht, meinen Versach der Miliz mitzuteilen, aber die hat mich nur abgewimmelt. Wahrscheinlich denken sie, dass ich versuche, sie irgendwie zu täuschen. Aber ich versuche zu helfen. Ich schreibe jetzt ihnen diesen Brief. Vielleicht erhören sie mich. Es geschehen dunkle Dinge und je eher sie ins Licht kommen, desto besser für alle. Ja gut. Wir versuchen ja irgendwie hier reformistisch irgendwie zu sein. Deswegen sind wir nett zu denen. So. Der Bandwerk ist das Letzte, was ich auf meinen Straßen sehen würde. Ja, ich muss eine sorgfältige Überprüfung durchführen. Ja, genau. Verschwunden natürlich aber besser. Schicken eine Streife. Ja. Der Genosse Sauer, ein Kriminal. Ah, die 6.000 sind gut investiert, glaube ich. Sie haben sich den Brief des Direktors des Kinderheims zu Herzen genommen. Die Einsätze der AIS haben eine Verbindung zwischen einer Reihe von Raubüberfällen und einem aus der Armee entlassenen Sergeanten. Sergeant. Einfach mal Sergeant. Aufgedeckt, der um sich herum eine Bande aus Jugendlichen gebildet hatte. Das verhinderte. Kriminelle Genie. Ach, ging hinter Gitter und sie ernteten den Ruhm eines Kämpfers gegen das Verbrechen. Das ist ja nett. Waren bisher immer relativ eindeutige Entscheidungen. Also dafür, ne? Muss halt immer ein bisschen ne? Denken, aber naja. Gut, ich rede mal nicht. Gut, ich rede hier viel zu viel sowieso. Bergleute, bitte. Genosse River. Wie Sie wissen, befindet sich eine Militäreinheit in der Nähe der Stadt. Ich möchte nichts Schlechtes über den Genossen Winterstein sagen, aber seine Untergebenen haben uns mehrfach Probleme bereitet. Dann waren diese auf unerlaubtes Entfernen von der Truppe und betrunkene Schlägereien beschränkt. Aber wer weiß, was den bewaffneten jungen Menschen noch in den Sinn kommen kann. Deshalb schlage ich vor, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und eine zusätzliche Bestreifung der Stadt und seiner Umgebung durch Einheiten freiwilliger Helfer der Miliz zu organisieren. Patrouillierende Freiwillige werden flüchtige Soldaten einfangen, bevor die sich zu sehr betrinken. Natürlich brauche ich ihre Genehmigung und Mittel für die Organisation. Ja, das könnte nämlich dem Image ganz starten. Nur die Stadt wieder ruhig schlagen, besonders während der Feiertage. Es hat die Ruhe unvorhergesehene finanzielle auf. So. Servus. Wieder unsere sexy Sekretärin. Hab ich nicht gesagt. Nee. Genosse River, Sie haben heute den ganzen Tag unermüdlich gearbeitet. Es ist schon 5 am Abend. Ich habe Ihnen einen Tee gemacht. Danke, Ellen. Oh, tut mir leid, Genosse Rosi. Rosi, hol dir mir meinen Traktor ob. Was? Ich bin heute gut drauf. Tut mir leid. So ist es besser, Genosse River. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig aufgeregt wegen dieser offiziellen Ansprache. Ich fühle mich älter, als ich bin. Ja, es fällt mir auch schwer, mich daran zu gewöhnen. Ich habe vorher noch nie so eine seriöse Arbeitsstelle inne gehabt. In Altstadt habe ich die Jugendabteilung der Partei geleitet. Jetzt habe ich es plötzlich geschafft, an die Spitze eines Stadtkomitees zu gelangen. Ja, Frau Rosi hier wieder. Ich arbeite übrigens auch nicht so lange hier. Erst die 4. Woche. Ich habe erst im Juni meinen Abschluss gemacht und jetzt bin ich hier. Das hat sich alles sehr interessant ergeben. Wo hast du deine Abschlussarbeit geschrieben?
Es geht darum, dass bedeutende Ereignisse in der Union in der ausländischen Presse vermittelt werden. Oder ist ein interessantes Thema. Welche Ereignisse genau? Verschärfung des Konflikts mit der verwandten korvinischen Regierung. Hast du in deiner Abschlussarbeit die Reaktionäre als Regierung im Exil bezeichnet? Hat die Kommission das übersehen? Ah, sie grummelten und ließen es durchgehen. Der Inhalt gefiel ihnen. Für dir ist nicht alles so einfach, Helden. Seit meinem Abschluss sind schon 4 Jahre vergangen. Erinnere ich mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich schrieb über Antikrisenmaßnahmen. Ah, jetzt verstehe ich, warum man sie nach Eisen 1 geschickt hat. Helen, mir ist gerade etwas eingefallen. Wegen Genossen River fühle ich mich nicht wohl. Gut, Francis? Ja, das ist sicherlich besser. Besser. Gut, Francis, ich werde dich nicht von der Arbeit ablenken. Ja, Helen, vielen Dank für den Tee. Genau zum richtigen Moment. Ich bin immer für sie da. Helen ist super. Die ist mir sympathisch. Da haben wir auch noch unseren tollen Freund hier. Haben wir jetzt. Ich bin es schon wieder, Francis. Sie haben eine Mitteilung von der Partei. Eine nicht ganz offizielle Mitteilung. Etwas Neues. Ich bin ganz ohr. Manchmal bekommt das Stadtkomitee Aufträge, die nicht einfach nach Anweisung auszuführen sind. Solche Fälle hatte Leibowski seinen Diener und Sekretär namens André Brasilach bei sich. Das war nicht der angenehmste meiner Kollegen. Trotzdem kam er mit inoffiziellen Aufträgen ganz gut klar. Das heißt, Brasilach will in Rente seinem Gönner hinterher. Trotzdem meine ich, dass man den Alten dazu bringen kann, noch zu warten. Seine Erfahrung kann auch gut gebraucht werden. Bösartig. Ja, das stimmt. Sie haben recht, das hört sich so an. Aber meistens will die Partei nichts wirklich Unangenehmes. Manchmal muss man Informationen sammeln, manchmal sie ganz im Gegenteil weitergeben. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber offenbar muss ich nicht auswählen. Francis, gebe mir Mühe, Ihnen zu helfen. Ich verstehe, wie das klingt. Werde mir aber wirklich Mühe geben. Ich habe so einige Freunde und Bekannte. Sie werden in der Lage sein, die weniger schwierigen Aufgaben zu bewältigen und wenn ich Sie darum bitte. Zunächst würde es Ihnen helfen, damit zurechtzukommen und Brasilach vertraue ich sowieso nicht besonders. Und einmal wieder haben Sie mich erstaunt gelassen, Rosi. Entschuldigung, Helen, vielen Dank. Das ist meine Arbeit, Francis. Ihnen zu helfen. Ich habe einige Dokumente vorbereitet. Wann hast du das nur geschafft? Die Beschwerde ist doch gerade erst angekommen. Das ist wirklich vor ungefähr 3 Stunden gebracht worden. Wollte sie einfach nicht schon wieder beim Arbeiten stören. Also, Rosi! Du bist doch gerade erst rausgegangen. Ich bin begeistert, wie vorausschauend du bist. Nichts Besonderes, aber es ist trotzdem schön zu hören. Kommt die nicht bitte nicht schon wieder rein. Da ist ein Auftrag für die Agenten. Verhältnis hier, der Bergleuchtebezirk, der braucht noch ein bisschen hier mehr Aufmerksamkeit, sag ich mal. Wir fanden heraus, dass auf den Straßen von Eisen 1 orange Müllwagen entschieden sind. Übrigens will ich nur mal sagen, an Text haben sie nicht gespart, jetzt fehlt nur noch die Sprachausgabe. Ich biete mich an. Liebe Entwickler, wenn ihr dieses Video seht, ich biete mich für die Sprachausgabe an. Möchte keiner haben, nein. Ich glaube, danach wird auch meine Stimme kaputt sein. So. Ich auch so schon. Wir nehmen an, dass es nicht nötig ist zu erklären, warum die blasphemische Assoziierung der Revolutionsfahrer mit Abfall nicht toleriert werden kann. Die Müllwägen, Wagenwägen werden umgefärbt und der Verantwortliche wird entsprechend bestraft. Ganz schlimm, die Müllwagen. Jonathan Fleck, was sollen die nochmal für eine Farbe? Braun oder so? Jonathan Fleck, Vorstehender der jeweiligen Abteilung des Komitees für Lebenssicherung, beschreitet jedoch vehement seine Schuld. Er behauptet, dass die Umlackierung ohne sein Wissen stattfand und es nicht bekannt ist, wer sie durchführte. Der Vorsteher des vorgenannten Komitees, Genosse Kippler, unterstützt seinen Mitarbeiter und lenkt die Aufmerksamkeit auf seine makellosen Eigenschaften und fehlende Gründe für einen solchen Akt. Deshalb wurde beschlossen, den Beginn der offiziellen Ermittlung zu verzögern. Die Partei befiehlt ihn, sich mit dem Zwischenfall zu beschäftigen und dafür viel Zeit und Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Was kann man machen? So einen Witz kann man nicht unbemerkt durchziehen. Wir müssen einfach die Zeugen befragen und alles wird klar sein. Die Wagen ordentlich untersucht, vielleicht finden wir irgendwelche Spuren. Wahrscheinlich werden die nochmal versuchen. Ja. Alle drei gern machen. Boing, ja. Ich würde den tatsächlich hier gucken, so. Kann ich den sehen? Ach. Kann ich den sehen, wer hier passend ist? Nö, wir lesen das jetzt nicht. Ja, das ist der Brasilach, den wollen wir nicht. Irgendjemand, der hier Spuren gut gucken kann. So. Ja, Al-Shah, geborene. Nein, Nationalität. Kein Parteimitglied der Volkswehr gedient. Ach, Klempner. Rigorosität, Moral. Tergeschichte. Ne, der ist nix. Caroline. Katharine. Ist dasselbe. Kendlerin, Corvin. Corvinton. Aha, nicht verheiratet für die Zeit der Unlösung. Oh. Die könnte man für das erste, glaube ich, ganz gut nehmen. Aha. Aha, Krankenverständnis. Schlosser ist doch. Aber Schlosser kann er dann schon mal was machen. Was haben wir hier?
Dreher, auch nett. Schlägereien, also irgendwie ist keiner hier so richtig geeint. Nach der Schule in das Fernmeldeinstitut. Für Funktechnik. Aber gut, dann nehmen wir die Caroline und die macht hier die Befragung, so. So, dann verabschiede ich mich für heute. So, ja, mich bitte überschreiben. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es geht weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.